Der Abt ist aus dem Zedern-Tempel. Warum kam er hierher? Um den Mongolen in Toyotama zu trotzen. Aber als sie angriffen, floh er. Der Kampf war chaotisch. Die Verfolgung könnte schwierig werden. In der Nähe ist ein Hof, der den Tempel versorgt. Dort fangen wir an. Dort. Die Mongolen hatten es eingenommen. Ich habe dem ein Ende gesetzt. Dann hat der Abt eine Zuflucht gefunden. Ich erinnere mich, dass Abt Komai schon einmal vermisst wurde. Eine Fehde der älteren Mönche hatte den Tempel entzweit. Worum ging es bei dem Streit? Ich weiß es nicht mehr, aber damals schien es wichtig zu sein. Der Abt war eine Woche verschwunden. Alle waren mit der Suche beschäftigt. Was war passiert? Er hat sich vor uns versteckt. Wir stritten nicht mehr, weil wir ihn suchten. Ein kluger Anführer. Ein anderes Mal zankten sich mein Bruder und Hochi, der Heiler. Der Abt fing an, einen Stein mit sich herumzutragen und pausenlos mit ihm zu streiten. Hochi und Enjo war das so peinlich, dass sie sich versöhnten. Was hielt euer Bruder von Abt Komei? Enjo respektierte ihn wie einen Vater. Wenn die Mongolen den Abt gefangen nehmen, könnte das sogar gut für uns sein. Vielleicht könnte er sie dazu bringen, aufzugeben. Ihr scheint Abt Komei langsam zu verstehen. Allein der Abt hält den Kushidera-Tempel noch zusammen. Wenn ihm etwas zustößt, werden die Mönche Kushi verlassen. Bestimmt finden wir Abt Komei dort. Feuer! Es kommt von dem Hof. Das? Der Abt? Diese Hunde lieben Feuer, oder? Das ist nicht der Abt. Nur einer seiner Anhänger. Sucht weiter. Wasserfässer. Umgekippt. Ein Strohbett. Feucht. Könnte sich der Abt gerettet haben? Er hat sich mit nassem Stroh geschützt und ist hinten raus. Vielleicht hat er überlebt. Wer immer überlebt hat, ist dort lang. Dann gibt's noch Hoffnung. Die Abdrücke sind tiefer, weiter auseinander. Er ist gerannt. Seid leise. Jemand wurde hier verwundet. Folgt dem Blut. Schnell, mein Herr.
Negium Harsin. Samurai болтой. Алнаа төрний. Тэр тэнд байна уу? Энд харагдахгүй л байна. Утсаа дэрс мэдэн сэрэмжтэй ба. Ахиад учруул өгтөл болгоно. Mehr Blut. Er ist gesprungen. Blut auf dem Felsen. Ist das eine Höhle? Nein, ist er... Tut mir leid, Norio. Ohne seine Führung werden die Mönche gehen. Und der Tempel wird fallen. Die Mongolen haben gewonnen. Was ist da neben ihm? Ein Lotus-Sutra. Verfasst im Blut des Abts. Seine letzte Tat. Wie ein Samurai-Totengedicht. Die Bedeutung des Sutras ist, wir können alle Buddhas sein. Vom niedrigsten Bauern zum größten Adligen. Geschrieben im letzten Atemzug. Nicht für ihn selbst, sondern für die Hinterbliebenen. Zeigt das Sutra den Mönchen. Wenn sie die Hingabe des Abts sehen, könnten sie bleiben. Und dies ist das Sutra, das der Abt mit seinem eigenen Blut schrieb. Ein letzter Akt der Hingabe. Ein Aufruf gegen die Grausamkeit. Ein Ruf zu bleiben, nicht aufzugeben. Wir werden das Opfer des Abts ehren, Norio. Der Kushi-Tempel darf nicht fallen.
Einst rettete uns Enjo, der Wächter. Jetzt haben uns sein Bruder und Fürst Sakai erneut gerettet. Und gemeinsam besiegen wir die Mongolen. Jetzt müssen wir die Buddha-Statue finden. Was wollen die nur damit? Die Statue war hier. Ja, mein Herr. Die Mongolen stahlen unseren heiligen Buddha und ritten zur Küste. Wir finden die Statue und retten diesen Tempel. Nicht einmal euer Bruder konnte dieses Versprechen halten. Was ist denn passiert? Mein Bruder starb durch ein Mongolenschwert. Enjo, der Wächter, stirbt und diese Mönche wollen einfach so alles aufgeben. Sie sind Feiglinge. Sie sind Menschen. Enjo fürchtete gar nichts. Er war nicht mal 20, da rettete er den Tempel vor Banditen. Nun liegt es an uns. Wir müssen den Buddha finden und zum Tempel zurückbringen. Der Mönch sagte, sie bringen ihn zur Küste. Wir können ihre Spur aufnehmen. Ihr seid wütend. Woher wisst ihr das? Ihr seid so still. Ha! Es ist dieser Mönch. Er weiß nicht, wie mein Bruder Kushidera wirklich gerettet hat. Meines Wissens handelte Enjo allein. Nur nach der Legende. In Wahrheit befahl er seinen drei tapfersten Mönchen, die Banditen zu provozieren. Eine Ablenkung. Ein Opfer. Sie starben im Kampf, doch sie verschafften Enjo genug Zeit, die Banditen zu flankieren und den Tempel zu retten. Mein Herr, dort drüben! Kalt. Was ist passiert? Ich bin den Mongolen gefolgt. Habe sie angefleht, uns den Buddha zurückzugeben. Wo sind sie hin? Aus dem Wald. Richtung Hügel. Möge euer nächstes Leben friedlicher sein als dieses. Er gab sein Leben für seinen Tempel, wie mein Bruder. Ihr tätet dasselbe. Mongolenlager. Die Statue muss dort sein. Erst bestrafen wir sie für den Angriff auf den Tempel. Ah!
Тэд энэс мултарч чадахгүй. Сэрэмчтэй бэ? Ахад үцэр бол. Өгтөө блокно. Ой, өнөө гэгцээ! Явжаач! Энэг хийсэн хүн! Хэргэслэн! Sucht nach der Statue. Etwas Schweres. Es wurde geschleift. Hinüber zum Wasser. Da ist sie! Gefertigt aus einem Stern, der vor Jahrhunderten vom Himmel gefallen ist. Wunderschön. Auf der Insel gibt es nichts Vergleichbares. Bringen wir sie zurück zum Tempel. Enjo wurde zum Wächter, als Banditen den Tempel angriffen. Sie wollten diese Statue. Sie ist unbezahlbar. Bestimmt haben schon viele versucht, sie zu stehlen. Wie viele müssen zu ihrem Schutz noch sterben? Ihr wollt, dass sie geraubt wird? Nein. Doch der Tempel birgt viele Schätze. Das schürt Gier und Neid. Fürst Shimura zeigte sie mir, als ich klein war. Ich war sicher, dass der Bildhauer Buddha persönlich kannte. Als ich klein war, kam meine Familie hierher, um ein Opfer für das neue Jahr darzubringen. Da beschlossen Enjo und ich, Mönche zu werden. Früher wusste ich, wofür ich kämpfe. Wir kämpfen für unsere Heimat. Mag sein.
Mein Herr! Norio, habt ihr mit den Mönchen gesprochen? Ihre Entschlossenheit wächst, doch sie fürchten auch die Mongolen. Sollten sie auch. Wo sind denn alle? Am Fluss. Baden. Wäsche waschen. Wer kommt denn da zum Tempel? Sid, ein Mongole mit Todeswunsch. Er ist allein. Hören wir erst, was er will. Der Geist und der Bruder des Wächters! Ich überbringe eine Nachricht. Sprich! Der Geist und die Mönche haben dem Willen des Karns getrotzt. Ergebt euch und wir verschonen diesen Ort. Weigert euch und alle werden brennen. Wir ergeben uns niemals. Dann werdet ihr sterben. Die Mönche beim Fluss. Sie sind schutzlos ausgeliefert. Dann werden wir sie beschützen. Ich kann nicht. Der Buddha. Das Sutra des Abts. Sind sie mehr wert als das Leben dieser Mönche? Ich schaffe das nicht allein. Jahrhunderte des Wissens liegen in diesem Tempel. Er darf nicht verbrennen. Doch die Mönche lasst ihr brennen. Ich sterbe für diesen Tempel. Tut, was ihr tun müsst. Dann bleibt hier. Ich suche die Mönche am Fluss und bringe sie zurück. Die Mongolen kommen! Schnell weg vom Fluss! Dosho! Dosho! Weicht und findet die Hölle. Norio. Jagt die Mongolen zurück über den Fluss, mein Herr. Sicher, Freunde. Norio, was tut ihr? Der Tempel ist schutzlos. Tempel kann man reparieren. Leben nicht. Wir beschützen die Mönche bei der Pagode. Ich folge euch. Ihr alle, kommt mit uns!
Was ist Ferry? Hey!
Mein Herr! Eine herbe Niederlage für die Mongolen. So schnell kommen die nicht wieder. Die Mönche vergessen nie, was ihr für sie getan habt. Erzählt allem vom Sieg. Dann wissen sie, dass wir für sie kämpfen. Der Kushi-Tempel hat den Invasoren getrotzt. Sogar zweimal. Wir werden Tempeln im ganzen Land ein Vorbild sein. Was werdet ihr jetzt tun? Ich kehre zurück in den Zedern-Tempel. Wir brauchen Orinaginata noch, um die Invasoren zu vertreiben. Die bekommt ihr. Und mein Tempel wird euch im Norden ein starker Verbündeter sein. Ich treffe euch dort. Sehen wir uns das Gelände an. Der Buddha. Bruder wurde zum Wächter ernannt, als er diesen Tempel rettete. Hätten wir die Statue nur retten können. Die letzte Lehre der Statue. Rette, was du kannst. Doch wisse, dass alles vergänglich ist. Sonderlich schön ist sie jetzt nicht mehr. Aber ein guter Lehrmeister. Keine Spur von Mongolen. Wo ist sie? Ihr wagt es! Junger Meister. Ich dachte, ihr wärt tot. Ich kam so schnell ich konnte. Schön, dich zu sehen, Yuriko. Ihr seht müde aus. Habt ihr Hunger? Nicht jetzt. Vielen Dank. Die Armee des Khans muss vorbeigekommen sein. Hat es Ärger gegeben? Ein paar Banditen. Mit denen werde ich fertig. Ich komme wegen Vaters... meiner Rüstung. In Komoda wolltet ihr sie nicht tragen. Vieles ist seitdem anders. Sie ist sicher versteckt. Thank you.
diese alten Knochen. Taichi kann mir helfen, sie zu holen. Er ist auf dem Friedhof. Was macht er dort? Alles in Ordnung halten. Pflanzen für meine Gifte sammeln. Ungeziefer von unseren Vorräten fernhalten. Gut, dass du nicht allein bist. Was ist mit Fürst Shimura? Er lebt. Die Mongolen haben ihn in Komoda gefangen. Doch wir befreiten ihn. Oh, es haben mehr überlebt. Und sie helfen euch. Ein paar. Fürstin Masako. Gut. Sie kämpft an der Seite der Jungs, seit sie ein Dreikäse hoch war. Davon musst du mir eines Tages mehr erzählen. Aber es seid nur ihr beide? Noch ein paar. Sensei Ishikawa. Ich habe ihn ewig nicht gesehen. Tut er noch immer so, als wüsste nur er, wie man alles richtig macht? Er hat nicht immer recht. Aber er schießt wie kein Zweiter. Da wird er euch zustimmen. Fürst Sakai, ihr seid zurück. Ich würde gern bleiben. Aber ich höre, ihr sorgt gut für Yuriko. Das habt ihr falsch verstanden, mein Herr. Taichi, helft mir mit der Sakai-Rüstung. Geht. Ich habe hier noch zu tun. Das Unkraut ist nicht gefährlich. Tut mir leid. Schatten für Vater. Ich kämpfte hart um Heimkehr. Der Baum lebt weiter.
Die Rüstung ist dort drin, mein Herr. Danke, Taichi. Jin, Hilfe! Junger Meister? Geht es dir gut? Ja, nur etwas schwindelig. Ihr saht gerade aus wie... Zeigt euch, Feigling! Geh ins Haus. Das war's jetzt! Ich nehme sein Schwert! Geht es dir gut? Ihr habt sie abgeschlachtet! Macht Yarikawa uns wieder Ärger? Die Yarikawa-Rebellion ist 20 Jahre her. Diese Männer gehörten zu den Mongolen. Natürlich. Euch so zu sehen. Ich bin noch erschüttert. Ich muss mich ausruhen. Am See. Bei deinem Lieblingsbaum. Ja. Kommt. Du sagtest vorhin, du hättest Gifte gebraut. Das schützt den Reis gegen Ungeziefer. Kannst du stärkere machen? Etwas, das Menschen tötet? So etwas verdient niemand. Kannst du es? Bei höherer Dosis ist die Wirkung scheußlich. Gut. Oh, mein Herr. Setzt euch kurz zu mir. Aber Gift war niemals der Weg der Sakai. Kein Sakai kämpfte gegen das Mongolenreich. Ich brauche jede Waffe, die wir haben. Tsushima kann sich Zweifel nicht leisten. Die Mongolen haben euch verändert. Die Welt hat sich verändert. Meine Mutter lehrte mich die Pflanzen, die heilen. Jene, die schaden, sogar töten. Aber man muss sie verzehren.
Wie wollt ihr die Mongolen vergiften? Mit Blasrohr und Pfeilen. So machte es einer der Genji-Krieger. Er lernte bei Mönchen aus dem Westen. Wirst du mir helfen? Versprecht mir, immer ein guter Mann zu bleiben. Versprochen. Ich sorge nun schon für euch, seit eure Mutter euch im Leib trug. Das tue ich weiterhin. Dann brauche ich noch etwas für ein Blasrohr. Früher gab es viel Schilf unten am Fluss, bei der alten Furt. Wisst ihr noch? Ihr und euer kleiner Freund haben daraus kleine Boote gebastelt. Meose und ich haben früher tagelang die Schlacht von Dano-Ura nachgespielt. Seid vorsichtig, Jin. Die Eindringlinge haben hier einen Außenposten. Keine Sorge, ich bin bald mit Schilf zurück. Holt euch euer Schilf.